alte Ziegenbauer Marek fühlt sich auf seinem Hof pudelwohl. Das Einzige, was Marek jetzt noch zu seinem vollkommenen Glück fehlt, ist eine Beziehung zu einem Zweibeiner. Ich sehne mich eigentlich nach einer Partnerin, nach einer richtigen Partnerin, weil mit meiner Zubrówka ist zwar schön, aber ja, die kann mir das auch nicht geben, was ich möchte. Ne? Und auf Dauer ist in Puff gehen, ist auch zu teuer. Also ich hoffe, dass heute hier bei diesem ganzen Quatsch ein schönes Fickschnitzel dabei ist. Werden heute die Sonnenstrahlen der Liebe das Herz des zaghaften Ziegenstreichlers erwärmen? Ein Blick in den Schnitzelkorb soll Klarheit bringen. Ja, löse ich. Ja. Oleg. Hast du was für mich vielleicht? Oder? Ja, ach so, ja. Ich habe keine Ahnung. Was ist hier drin? Scheiße, Stromrechner, Berichtsvollzieher. Sichtlich ergriffen liest der kräftige Ziegenwämser die Letter der Leidenschaft. Ja, ich habe eine Favoritin, habe ich schon gefunden. Die kannst du mitbringen. Ist okay? Oh, schön. Dann freue ich mich, dass du einen gefunden hast. Ja, super. Tschüss. Eine Woche später ist es soweit. Ach, hallo. Hallo. Komm rum einfach, ne? Ja. Die insolvente Großstädterin Eva betritt das Anwesen. Danke. Bitte schön. Erstmal Koffer rein, ne? Ja. Ja, hallo, grüß dich. Hallo. Ja. Ja, das ist mein Hof hier, mein ganzer Stolz, ne? Habe ich viel Liebe reingesteckt. Ja. Hier, da ist dein Zimmer, da wirst du später schlafen, ne? Bisschen klein, aber... Ja, klein, aber fein, ne? Und ich wohne nicht alleine, wie du siehst, das ist hier meine Begleiterin, das ist die Zubrówka. Zubrówka? Ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Naja, um ehrlich zu sein, ich habe es mir schon ein bisschen größer und komfortabler vorgestellt. Sie muss sich natürlich auch erstmal hier an die Umstände und an die Landluft ein bisschen gewöhnen. Fließendes Wasser wäre natürlich auch ganz schön gewesen. Die lebensfrohe Blondine Eva fühlt sich auf dem Anwesen des stattlichen Ziegenhirten sichtlich wohl. Schön, dass ich hier bin. Ich freue mich. Ja, toll, weil wie du siehst, ich freue mich auch. Oh. Okay. Die Blondine muss schnell lernen, dass hinter dieser romantischen Idylle viel Arbeit steckt. Du musst ein bisschen jeden Morgen musst du hier so ein bisschen locker machen, ne? So ein bisschen sauber machen hier. Mhm. Und ganz wichtig, du musst, der Zubrówka musst du jeden Morgen 3 Möhren hinwerfen. Ne? Ja, zeig doch mal vielleicht, ob du das auch kannst. Ja. Bei der Tierfütterung zeigt sich jedoch ihre große Unerfahrenheit. Eva Kurva. Hä? Was hast du gemacht? Was denn? Ich habe dir gesagt, 3 Möhren, das ist Gefahr für Ziege. Oh nein. Ja, bei die Scheiße, die sie macht, da muss sie aufpassen, weil da hat sich mir die Falsche hier angelegt. Ne? Das ist Gefahrleben für die Ziege. Die hatte richtig Todesangst. Ich wollte die Ziege wirklich nicht in Gefahr bringen. Ich habe das ja auch nicht absichtlich gemacht. Ja, das ist eben nicht so einfach, wie man denkt hier auf der Hof. Ne? Also da muss sie ein bisschen die Ohren spitzen, Kurva, wenn ich was sage. Weil wenn der Kuchen spricht, sind die Krümel leise. Um ihre langjährige Beziehung zu retten, hat sich der sensible Landwirt etwas ganz Besonderes ausgedacht. Bei einem gemütlichen Picknick kommen die beiden sich schnell näher. Ich kriege immer so schnell Sonnenbrand. Weißt du, vielleicht kannst du mich eincremen? Kein Problem. Die glühend heiße Februarsonne macht dem polnischen Bullen mit seiner vornehmen Blässe sichtlich zu schaffen. Nicht nur deshalb lässt er sich von der schönen Eva den Rücken mit Sunblocker einschmieren. Spätestens nachdem Bauer Marek seinen drahtigen Oberkörper präsentiert hat, ist die erotische Spannung förmlich mit den Händen zu greifen. Hier kommt niemand vorbei. Nee? Nein. Bei dem Picknick heute Nachmittag habe ich schon gespürt, dass es eine Verbindung gibt. Ja, es hat gekribbelt. Bei der gemeinsamen Zahnpflege besteht kein Zweifel mehr. Amor hat heute all seine Pfeilchen wohl sicher ins Ziel gebracht. Sein Köcher ist leer. Guten Morgen. Am nächsten Morgen dann der Schock. Aua! Aua! Deine Ziege hat mich gebissen. Du spielst doch. Du hast sie bestimmt provoziert. Guck. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Erzähl keinen Quatsch. Das hat die extra gemacht. Du bist aggressiv. Ich bin aggressiv. Ja, deine Schuld. Lass mich in Ruhe frühstücken jetzt. Marek, weißt du was, jetzt ganz im Ernst?
Ich oder die Ziege. Der empfindsame Biobauer steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Ja, das ist schade, dass die Situation jetzt eskaliert, aber meine Zubrowka, die würde das nie tun. Ja, und ich möchte auch, dass sich die Eva entschuldigt bei der Zubrowka, weil die kann nicht einfach sowas in die Welt setzen und dann so gehen, als wäre normal. Ich soll mich jetzt bei dem Vieh noch entschuldigen. Zubrowka war hier zuerst auf dich auf. Ich hab doch gar nichts gemacht. Wenn sie anfängt, hier Rambazamba mit Zubrowka zu machen, dann ist Schluss. Eva muss den Hof verlassen. So. Ich gehe dann jetzt. Deswegen gehe ich noch bis zur Tür. Es hätte wirklich was werden können mit mir und Marek. Die Ziege hat einfach alles kaputt gemacht. Sollte wohl nicht sein. Hast du recht. Tschüss. Zubrowka feiert einen traurigen Sieg. Mach's gut. Aus der süßen Liebessinfonie wurde ein bitteres Requiem. Evas Zuversicht und ihre Sehnsüchte geopfert für eine eifersüchtige Ziege. Okay, aber ist nicht so schlimm, weil hier um die Ecke hat jetzt eine Puff aufgemacht. Flatrate, 500 Euro im Monat frei ficken, frei saufen. Ist gut. Ich muss nur noch finden eine Babysitter für die Ziege. Der rigorose Bauer und die blöde Pute sind nicht zusammengekommen. Tja, es war's heute vom Pole Sufra. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Eure Trinker Claudia.